So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute packen wir das MacBook Pro 13 Zoll Retina aus. Ich bin mega aufgeregt, wie immer bei Apple Produkten. Ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! So, ich würde sagen, wir fackeln gar nicht weiter lange rum, sondern öffnen das MacBook jetzt einfach. Ich habe hier, für alle, die es interessiert, die Variante mit 256 GB. Also der 256 GB SSD, es hat 2,7 GHz und 8 GB RAM. Bin jetzt gespannt, wie das sich so ein Videoschnitt schlägt, aber ich habe nur Gutes gehört. Oh, immer dieses Knistern der Tüte. Immer wieder cool bei Unboxings. Und ich würde sagen, wir heben den Deckel an. Wie immer, ziemlich schwer. Okay. Egal wie viele Produkte man aufmacht, es ist immer wieder spannend. Ja, so. Hier liegt es also. Das MacBook Pro. Sieht schon mal sehr gut aus und ich hebe das an. Es fühlt sich auch sehr leicht an. Krass. Wir legen es jetzt aber erstmal beiseite, weil wir natürlich hier noch mehr Lieferumfang haben. Und zwar hier einmal ganz klassisch das Booklet von Apple. Hier sieht man auch schon MacBook Pro, hier die Kurzanleitungen und natürlich die Apple-Sticker. Bei Macs üblich auch ein Putztuch, sehr cool. Ist aber eigentlich auch eher uninteressant, denn wir brauchen noch ein Netzteil, um das Ganze aufzuladen. Obwohl, nee, ich glaube, das hier ist der Adapter für das eigentliche Netzteil, genau, das sich hier drin befindet. Und das hier ist nur ein Verlängerungskabel, das wir eigentlich auch aufbekommen könnten, aber es ist jetzt nicht wirklich besonders. Deswegen legen wir das beiseite. Das hier auch, braucht man nicht wirklich. Und hier haben wir dann das eigentliche Netzteil mit dem MagSafe 2 Anschluss. Weiß nicht, ob man sehen kann, aber sollte man eigentlich. Benötigt man zum Aufladen des MacBooks. Aber ich würde sagen, das ganze Zubehör ist nicht wirklich besonders im Vergleich zum MacBook an sich. Deswegen tue ich das jetzt alles mal beiseite. Und wir gucken uns den Rechner an sich an. So, als allererstes natürlich die Folie wegmachen. Oh, Nerdporn, Leute, ihr hört dieses Geräusch. Abnormal. Auch weg damit. Und jetzt haben wir den eigentlichen Rechner vor uns liegen. Wir klappen das Ganze zum ersten Mal auf. Oh, sieht das nice aus. Ich meine, ich kenne MacBooks ja generell. Und auch dieses Modell habe ich mir vorhin im Laden nochmal angeguckt. Aber so zu Hause ist es doch nochmal was anderes. Und es ist mega leicht, wie gesagt. So vom Tippen her ist es nicht wirklich besonders, wie die anderen MacBooks auch. Aber der erste Eindruck ist sehr, sehr cool. Hier haben wir auch die ganzen Anschlüsse. Dazu komme ich dann im Review genauer. Aber ich würde sagen, das war es erstmal vom Unboxing. Erste Eindrücke, sehr dünn, sehr leicht. Scheint viel Leistung zu haben, also ein sehr guter Rechner für unterwegs. Mehr dazu im Review. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!